für einen elektrisch betriebenen LKW eine Solarzusatzlösung entwickelt. Für uns hat es die Sache leider viel komplizierter gemacht. Warum gibt es keine Möglichkeit, so einen Akku direkt mit einem Solarmodul zu laden? Also wir durften nicht unseren Solarstrom in den Akku einspeisen. Herzlich willkommen. Ich bin heute in der Sonnenrepublik. Ich habe das Land gewechselt. Bei mir ist der Oliver. Oliver von der Sonnenrepublik. Und wie ihr schon so ein bisschen hier sehen könnt vom Hintergrund, hier ist irgendwie ganz viel mit PV. Hier geht es ganz viel um erneuerbare Energien. Mhm. Und wir freuen uns sehr, dass wir bei euch sein können, weil wenn so ein cooler Laden in Berlin ist, dann gehen wir da mal hin. Oliver, erzählst du mal so ein paar Sätze über dich und über dein Projekt Sonnenrepublik? Ja, es ist nicht mein erstes Projekt. Die Firma Sonnenrepublik existiert jetzt seit 4,5 Jahren ungefähr. Und ich selber bin in der Photovoltaik eigentlich seit, glaube ich, 23 Jahren jetzt tätig. Das ist meine sechste Firmengründung. Ich bin auch noch Gesellschafter und im Aufsichtsrat von dem Photovoltaik-Institut Berlin. Das ist so eigentlich eine weltweit anerkannte Zertifizierungsfirma, Prüfungs-Audit-Firma. Die machen Audits bei großen Freiflächenanlagen oder auch in Produktion, Solarmodulproduktionsstätten. Und ich komme eigentlich aus der Solarzellenforschung, habe da irgendwann da mal meine Doktorarbeit gemacht und kenne mich also von diesem PV-Thema aus sehr, sehr tiefgründig aus. Bin also jetzt nicht so ein Ingenieur, der nur irgendwas entwickelt, kenne die naturwissenschaftliche Seite eben auch. War aber schon immer so ein Elektronikbastler, bin also auch der Elektronik sehr verhaftet. Wir machen also Elektronikentwicklungen, wir stellen komplette Systeme aus Solarmodulen zusammen, die von uns dann eben genau angepasst sind auf die Kundenbedürfnisse. Und dann kennen wir uns natürlich auch mit Speichern aus. Das ist natürlich auch so ein Thema, wo ich mich irgendwann tief eingearbeitet habe. Also die ganzen Speicherchemien, die es da gibt und Komplettsysteme. Und dann sind natürlich auch Gehäuseentwicklungen dabei. Also wir haben, oder ich mache eigentlich seit 23 Jahren komplette Produktentwicklung. Das hat angefangen mit den ersten solaren Haushaltsgeräten. Wir haben die ersten Handy-Ladegeräte vor 20 Jahren entwickelt. Da gab es das überhaupt nicht auf dem Markt. Wir haben die erste Powerbank entwickelt. Da gab es den Begriff noch gar nicht. Den haben wir auch nicht geformt, aber die sahen genauso aus wie die heutigen. Hießen bei uns Mini-Energiestationen oder so. Und also wir haben schon immer so Pionierarbeit geleistet und die Sonnenrepublik setzt es jetzt eigentlich fort, nur dass wir eben relativ viel kundenspezifische Entwicklungen auch machen. Also wie mit diesem LKW-Projekt, was wir jetzt gerade in der Schweiz gemacht haben, dass wir eben von Miniatur bis ganz groß, also auch im Kilowatt-Bereich, Anlagen zusammenstellen und nach Kundenwunsch eben designen. Hier bei euch im Laden stehen alle möglichen Arten an großen, kleinen, dicken, dünnen Solarmodulen, faltbare, flexible, wahrscheinlich für den Balkonkraftwerk, kleine, da hinten hängen richtig große Module. Was sind denn so eure Top-Produkte, die am meisten nachgefragt wird? Also ich muss nochmal trennen zwischen diesem Geschäftskundenbereich oder dem Industriekundenbereich, wo wir spezielle Entwicklungen machen. Das ist unser Top-Bereich. Und in diesem anderen Bereich, wo es diese Konsumerprodukte gibt, das sind eben auch unsere Eigenentwicklungen. Das ist das, was du hier hauptsächlich siehst. Da könnte man sagen, unser Top-Produkt sind diese faltbaren Ladegeräte, die wir vor 3 Jahren ungefähr oder 2,5 Jahren entwickelt haben. Die sind jetzt seit knapp 2 Jahren auf dem Markt. Das sind eben Ladegeräte, die man auf eine sehr kleine Größe bringen kann, weil sie eben gefaltet sind. Und das waren das heißt, da ist Solarzelle und genau. Powerbank alles nee, kombiniert? Nee, da ist Powerbank nicht. Powerbank erstmal nicht drin, aber okay. Wir haben eine Tasche hinten. Das ist auch ein patentiertes Konzept. Eine abdehnbare Tasche mit Elektronik drin. Mhm. Die kann eben dann auch eine andere Elektronik drin haben. Die hat dann eine ganz andere Spannung oder die hat eine Powerbank mit drin. Mhm. Oder wir haben auch einen Powerbooster entwickelt. Den sieht man hier. Das ist so ein Pulslader, der immer sozusagen immer nur kleine Mengen Energie speichert und dann wieder abgibt. Das haben wir gerade jetzt Patent erteilt bekommen. Und solche Sachen gehören halt dazu. Und das Besondere ist, dass die ganz leicht und relativ klein auch ist. Es ist ein 6-Watt-Modul. Das ist praktisch die Leistung eines kleinen Netzladegerätes. Also wenn die in der Sonne steht, die kann man dann hier auch so ausklappen, in die Sonne stellen,
dann lädt man eigentlich so schnell wie an der Steckdose. Und das gibt es noch in einem größeren Format. Das ist hier die Wing 12 heißt die, also Wing 6, Wing 12, 12 Watt. Ja. Hat eine größere Tasche, also hier passt so ein kleines Handy oder eine Powerbank rein. Hier passt dann auch ein großes Handy oder eine große Laptop-Powerbank zum Beispiel rein. Wir haben so eine Powerbank, mit der kann man Laptops laden bis zu 24 Volt. Mhm. Und die kann hier aber mit USB 5 Volt geladen werden. Mhm. Also das sind so unsere Top-Produkte, weil die auch von der Anmutung, der Qualität her halt top sind. Das ist zum Teil, also im großen Teil made in Germany. Mhm. Gibt es eigentlich kaum noch in dem Bereich. Und das ist zum Beispiel Naturmaterial Kork, was wir aus Portugal importieren, extra um diese Ladewerte hier zu verbauen. Und das wird auch richtig mit laminiert, das wird zur Tasche verarbeitet und so weiter. Also das sind sehr ausgetüftelte Produktionsprozesse auch dabei. Jetzt darf ich noch mal ganz kurz dabei bleiben. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, bezüglich auf die Konsumerprodukte, dass eure Solarzellen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad haben und dass ihr auch eine spezielle Beschichtung vorne habt. Weil ich habe mir auch schon mal so, ich gebe es jetzt offen zu, über eBay so eine USB-Sachen besorgt. Und mir ist aufgefallen, dass nach zwei, drei Jahren anfängt, dass das vorne alles vergilbt und eigentlich dann nutzlos wird. Und bei euch habe ich gelesen, ihr macht das anders? Naja, also wir haben keine Materialien, die vergilben. Das sind natürlich billige chinesische Produkte. Also bei uns sind die Frontmaterialien aus so einer Fluorpolymerfolie, die ist auch auf diesen ganzen semiflexiblen Modulen hier drauf, die sind für Außeneinsatz gemacht. Mhm. Da kannst du mit Nitroverdünnung drauf, die sind extrem chemisch stabil. Also die halten 20, 30 Jahre im Freien. Die sind hier drauf, die haben gute chinesische Firmen auch, also es gibt ja nicht nur schlechte chinesische Firmen. Wir haben hier im Cordura, das ist mit das robusteste an Außenmaterial, Nylon basiert, was es gibt. Und dann eben, wie gesagt, Kork. Und bei den Solarzellen, da verwenden wir eben die mit den höchsten Wirkungsgraden. Mhm. Das ist heute kein Geheimnis mehr, das macht jeder dritte Chinese auch. Mhm. Und insofern ist das eigentlich schon Stand der Technik. Aber wir haben damit mal angefangen tatsächlich mit SunPower Solarzellen. Mhm. Da hat die fast niemand in dem Bereich eingesetzt. Wir waren die Ersten und es gibt auch, zumindest diese Geräte sind noch mit deutschen Solarzellen gemacht, die wir noch in Deutschland eingekauft haben. Das war, glaube ich, die letzte Firma, die ja noch produziert hat. Die gibt es jetzt auch nicht mehr oder haben die Produktion nach China verlagert. Mhm. Also es hat auch eine gewisse Fluktuation. Das sind so die mobilen. Ihr habt auch so solare Rucksäcke mit Powerlade. Jetzt ist ja so ein anderes Thema, was ja im Moment sehr immer mehr ins Gespräch kommt, sind diese Balkonkraftwerke. Mhm. Wie seid ihr da aufgestellt? Ja, da haben wir eben hier hinter mir so ein paar Modelle dargestellt. Also man sieht hier so ein Einspeisegerät. Mhm. Das ist eigentlich sind Standardgeräte. Da gibt es eh nur so zwei, drei, vier Hersteller, die man nehmen kann vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Module sind Standardmodule, die kann man überall einkaufen. Wir haben hier einen deutschen Hersteller, wir haben ein recht gutes Einspeisegerät und da geht es bei uns eben schon bei unter 300 Euro los. Das sind wir mit die günstigsten, aber es ist ein absolutes MeToo-Produkt. Also da ist null Innovation dabei, das wird einfach nur verkauft. Ja. Wir verstehen was davon, wir können den Leuten also auch erklären, wie man das aufstellt, wie das funktioniert und so weiter. Und die Innovation von unserer Seite, die wir ja schon immer gerne bei uns betonen, die kommt jetzt insofern rein, dass wir sagen, es gibt ja viele Anwendungen, wo so ein starres, großes, 1,70 Meter mal 1 Meter großes Modul einfach nicht hinpasst. Man kann es auch nicht einfach an eine Balkonbrüstung hängen, das ist baurechtlich bedenklich, wenn das runterfällt. Da gibt es von uns zum Beispiel so ein Modul hier, das steht hier, das hat 90 Watt, das ist länglich. Ist also ungefähr so groß, 1,35 mal 35 Zentimeter. Das kann man dann zum Beispiel quer unter so eine Balkonbrüstung hängen, zwei Stück. Man braucht zwei wegen der Spannung. Und dann hat man einen relativ langen Streifen, der aber auch fast jeden Balkon passt. Und das ist natürlich dann teurer, also das ist weniger Leistung und deutlich teurer. Aber es geht eben, es funktioniert. Ja. Und die großen Module funktionieren eben oft nicht, weil die... Da ist Verschattung, man darf sie nicht aufhängen, die Fläche ist nicht da und so weiter. Mhm. Dann nützen mir die 300 Euro auch nichts, wenn ich sie nicht anwenden kann. Mhm. Also das wäre jetzt eine Innovation von unserer Seite. Und dann machen wir eben so eine Kombination. Also wir stellen praktisch so ein System zusammen aus so flexiblen Modulen, Einspeisegerät und dann noch eine sogenannte Power Station. Das sind sowas wie das hier. Es gibt auch größere Geräte in dieser Art. Das ist wie ein
wie ein Dieselgenerator mit Steckdose. Aber ohne Diesel. Ohne Diesel, genau. Das ist das Entscheidende. Aber eben die Steckdose, also es ist eine portable Steckdose. Lithium-Ionen-Akku, 12 Volt, 5 Volt, 230 Volt AC. Und wenn man das jetzt kombiniert, so im mehrere hundert Wattstunden Bereich mit diesen Modulen, mit dem Einspeisegerät, dann hat man ein System, das nennen wir Trios-System, weil es drei Anwendungen hat, nämlich zu Hause einspeisen, wenn ich es zu Hause installiere. Dann im Notstromfall kann ich über diese Powerstation gehen, da muss ich umstecken auf die Powerstation. Und im Campingbereich oder im Sommer, wenn ich einfach mal rausfahren will, schnappe ich mir die Module und kann mit meiner Powerstation, habe ein eigenes autarkes System für unterwegs. Okay. Und das ist halt eine tolle Sache. Das heißt, ich habe einfach drei Anwendungen. Ich genau, man kann es bisschen multiple damit, Anwendungen. Ja. Genau, genau. Jetzt hast du gesagt, ihr macht ja auch gerne oder du machst gerne so Spezialgeschichten. Ich hätte da was vielleicht für dich. Ich bin seit Jahren begeisterter E-Bike-Fahrer und ärgere mich eigentlich schon immer die ganze Zeit, dass es nicht irgendwie so ein faltbares Modul oder irgendwie ein Modul ist, was ich mitnehmen kann. Mhm. Und dann lasse ich mein Fahrrad irgendwo stehen und der Akku kann über Solar direkt geladen werden. Ich habe mich mal so schon vor längerer Zeit mal umgehört. Da wurde immer gesagt, das funktioniert nicht mit Solar, weil die Akkus alle mit einem ganz konstanten Strom geladen werden müssen und das würde nicht funktionieren. Könnt ihr sowas möglich machen? Also jetzt ohne Werbung, ich habe ein Fahrrad mit einem Bosch-Antrieb und einem Bosch-Akku und ich finde es immer total schade, dass ich das nicht machen kann. Ja, das Hauptproblem liegt eigentlich nicht am konstanten Strom, den man überhaupt nicht braucht. Man braucht eine konstante Spannung. Mhm. Und solche Firmen wie Bosch sind da leider ein großes Hindernis, weil die extrem alles auf ihr eigenes System reduziert haben. Man kriegt keinen Bosch-Ladestecker. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt zulässig ist, dass eine Firma ihre Systeme sperrt gegen jede Universal-Nachbauten. Es gibt ja für alles Universal-Ladegeräte, aber eben bei Bosch und auch bei Yamaha oder so gewissen Marken ist das nicht möglich, weil die einfach nicht freigeben. Okay. Also wir haben hier oft Anfragen und leider hat Bosch, glaube ich, 50% Marktanteil oder mehr. Mhm. Und zum Teil haben wir die noch knacken können, die Systeme. Das heißt, da konnten wir noch mit irgendwelchen, dann muss man irgendwelche speziellen Signalspannungen anlegen. Mhm. Das haben wir noch geschafft. Aber jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen. Da muss man kommunizieren. Das können wir dann gar nicht mehr. Okay. Aber es gibt eben andere Akkus. Also in der Regel ist das Hauptproblem ein Solarmodul. In diesem Bereich, wie wir sie hier so haben, das sind die sogenannten 12-Volt-Module, die haben, sagen wir mal, zwischen 14 und 17 Volt reale Ausgangsspannung bei Sonnenschein. Und das passt natürlich nicht zu den Akkuspannungen, die normalerweise mit 28 bis 56 Volt geladen werden. Dafür haben wir zum Beispiel einen Wandler entwickelt, den gibt es bei uns auch auf Anfrage zu kaufen. Mhm. Wir haben viele Sachen leider nicht im Webshop, aber man kriegt die auf Anfrage. Das ist unser DCW80, 80 Watt Wandler für 100 Watt Module. Also 50 Watt Module kann man natürlich auch anschließen. Und der wandelt auf eine programmierbare Ausgangsspannung von zum Beispiel 28, 42 oder 56 Volt. Das sind die drei typischen Ladespannungen für Pedelec-Akkus. Da kannst du direkt mit so einem Modul, also da ist so ein großes Faltmodul von uns, 50 Watt Modul mit SunPower-Zellen, so das Beste, was es auf dem Markt gibt. Und extrem klein zusammengefaltet, 50 Watt. Wahnsinn. Also hier wie so eine kleine Aktentasche. Und da habe ich hier noch eine Tasche mit dem Kabel drin. Da kann ich aber auch andere Sachen reintun. Es hat Stützen, damit man es so schräg aufstellen kann. Und das Modul hat eben auch, sagen wir mal, 15 Volt. Mhm. Da kann man jetzt diesen kleinen Wandler, der ist ein kleines Kästchen, der hat einen Wirkungsgrad von 97%. Und der wandelt diese Spannung dann eben zum Beispiel auf 42 Volt. Dann kann man damit einen 36 Volt Akku betreiben. Mhm. Aber also eben zum Beispiel nicht den besagten Bosch. Weil man da nicht rankommt. Gar nicht mehr, weil man da nicht rankommt. Ja. Okay, gut. Also große Schelte an die Firma Bosch, dass sie sich da so sperrt gegen solche innovativen Lösungen. Das liegt ja auch irgendwie nahe. Die Leute fahren mit ihrem Pedelec freizeitmäßig umher, lassen es mal irgendwo 2 Stunden stehen, wenn sie picknicken oder sowas. Ja. Ja. Und sowas kann man sich ja in die Satteltasche stecken. Ja, das nimmt ja keinen Platz weg. Und ich meine, klar, die Akkus, die haben heute schon eine riesen Reichweite. Die Fahrräder haben eine riesen Reichweite. Aber trotzdem ist es ja irgendwie naheliegend, die Sonnenpower einfach zu nehmen und in den Pedelec-Akku zu schieben. Es geht hervorragend. Also mit wechselnden Strömen hat ein Lithium-Ionen-Akku überhaupt kein Problem. Mhm. Nur man braucht halt diese feste Ladespannung. Und dasselbe kann man zum Beispiel auch machen mit Werkzeugakkus, 18 Volt Werkzeugakkus, haben wir auch schon Lösungen entwickelt, wo man diese Ladestationen dann eben direkt solar betreiben kann. Und eben, es gibt ja auch einfache
Hohlstecker-Lösungen jetzt im E-Bike-Bereich oder im Pedelec-Bereich. Das waren mehr so die ersten Modelle oder 24-Volt-Modelle. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch so einen elektrischen Rollstuhl-Hersteller. Die haben einfach so einen 5,5 mm Hohlstecker. Da kann man reingehen und das funktioniert zum Beispiel hervorragend. Oliver, noch nicht fertig, aber bei euch in der Entwicklung ist ein solargetriebener LKW, aber ich habe gelesen, in der Zeitung gelesen, dass ihr für einen elektrisch betriebenen LKW eine Solarzusatzlösung entwickelt. Wir können uns das heute noch nicht angucken, das wird noch eine Weile dauern, aber kannst du uns mal in 3-4 Sätzen sagen, warum packt man jetzt auf einen elektrisch betriebenen LKW Solarzellen obendrauf? Was ist die Idee, die ihr da verfolgt? Ja, zunächst mal fahren diese LKWs ja in der Regel unter freiem Himmel. Also die haben praktisch die Idealanordnung, wie man sich immer für Solaranlagen wünscht, nämlich unverschattete Verhältnisse. Dann sind sie zwar horizontal, aber das ist zumindest dann himmelsrichtungsunabhängig, also das ist immer einigermaßen gute Einstrahlung. Sie sind draußen, sie werden auch gereinigt durch Regen und so weiter. Also es sind schon mal ganz gute Voraussetzungen. Mhm. Und ein LKW ist ja heutzutage, ich denke mal, die Hälfte aller LKWs sind Kühl-LKWs, also Lebensmittelversorgung. Mhm. Und für diese LKWs, da hat man normalerweise das Problem, dass man diesen Dieselkompressor hat oder einen Dieselmotor, der einen Kompressor antreibt, also einen Dieselgenerator. Aber wir sind an dem Thema schon relativ lange dran. Wir hatten davor auch schon ein anderes Projekt mit Kühl-LKWs und haben momentan so 3-4, sagen wir mal, Projekte in der Vorbereitung. Die sind also in der Warteschleife sozusagen. Und einer davon, der hat jetzt ganz schnell plötzlich beauftragt, vor einem Monat ungefähr, eine Schweizer Firma. Normalerweise hat man eben die Dieselkompressoren. In dem Fall war das aber ein kompletter Elektro-LKW. Was die Sache, was sich erstmal gut anhört, für uns hat es die Sache leider viel komplizierter gemacht, denn der ist von Renault, der Truck. Und es gibt da noch sehr wenige Elektro-Trucks auf dem Markt. Die haben jetzt einen 600-Volt-Hochvolt-Akku da drin, was schon mal per se relativ schwierig ist. Also mit einer Spannungswandlung, Gleichspannung auf 600 Volt, ist, da hätten wir auch lange suchen müssen. Aber der Hauptpunkt war, dass Renault uns überhaupt nicht an diesen Akku rangelassen hat. Aus Sicherheitsgründen, Haftungsgründen und so weiter. Also wir durften nicht unseren Solarstrom in den Akku einspeisen. Wir haben ungefähr knapp 3 Kilowatt Peak Solarmodule auf dem 7,5 Meter langen Truck. Ne, das ist das Doppelte, was ich zu Hause auf dem Dach habe. Ja, ja, ist schon enorm. Also wir haben diese semi-flexiblen Module, die wir auch hier sehen, die haben mit sehr guten monokristallinen Zellen haben wir da drauf gemacht, ganz dicht. Wir würden im Idealfall, das war die erste Installation, wir haben also relativ standardmäßige Module genommen. In den nächsten Serien, die wir für diese Firma machen, kommen dann Sonderentwicklungen drauf. Da kommen wir sogar auf, also jetzt haben wir 2,8 Kilowatt, da kommen wir so auf 3,4 Kilowatt. Und die Idee ist also praktisch, die Kühlung, also den Energieverbrauch für die Kühlung durch die Solaraufbau zu senken, um damit die Reichweite auch zu verlängern? Ja, der hat es kommt ja alles aus der Hochvoltbatterie. Ja. Sowohl der Antrieb als auch die Kühlung. Und wenn die Kühlung weniger verbraucht, dann kann er natürlich weiterfahren. Und das heißt, er kann dann auch im Stand, wenn er irgendwo Pause machen muss, wenn es eben die Sonne entsprechend da ist, die Kühlung damit unterstützen. Und das passt ja auch zusammen, ist ja so eine Koinzidenz zwischen Solareinstrahlung bzw. Außentemperatur, ist ja auch mit der Sonneneinstrahlung gekoppelt und dem Kühlbedarf. Und insofern passt das gut zusammen. Es passt halt eigentlich noch besser bei diesen Diesel-LKWs, wo man ja in den Innenstädten, gerade im Verteilverkehr, diesen Lärm hat, die Abgase, CO2 und Stickoxide und so weiter. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Mhm. Und da haben wir in diesem Förderprojekt zum Beispiel, wo es genau darum ging, da konnten wir also schon mal simulieren in so ein paar Vorbetrachtungen, dass wir bis zu 80% dieser Betriebsintervalle runterfahren können. Das heißt, der Dieselmotor läuft nur noch 20%. Ist das denn, abschließende Frage, nicht letztlich auch was für einen normalen Bus im ÖPNV? Die sind ja heute auch alle klimatisiert und kann man damit nicht auch den einen oder anderen Diesel sparen, wenn man oben auf die Busse Solarmodule packt und dann die Kühlung unterstützt? Man muss ehrlicherweise sagen, dass auch wenn wir da jetzt 3 Kilowatt drauf haben, so ein LKW verbraucht unheimlich viel sagen wir mal, Energie pro 100 Kilometer. Also die haben, bei einem PKW ist man vielleicht bei 15 Kilowattstunden.
bei einem einigermaßen optimierten schon, bei einem LKW kommt man irgendwie nicht unter 60, 70, 80 Kilowattstunden. Mhm. Das ist also ein Vielfaches, obwohl die ja gar nicht so viel mehr Grundfläche haben. Das ist die ganze Rollreibung und dieses unheimliche Gewicht, was man damit sich rumschleppt. Und davon können wir natürlich wirklich nur einen Bruchteil kompensieren. Also was die reine Fahrleistung betrifft, da können wir nicht sehr, da können wir so im einstelligen Prozentbereich. Mir ging es jetzt auch eigentlich zum Beispiel um den, heute sind ja, also vielleicht kann der ein oder andere sich noch erinnern, früher sind die Busse im Sommer ohne Klimatisierung gefahren. Das geht ja schon heute gar nicht mehr, aus Komfortgründen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir überall Klimaanlagen oben drauf gepackt, die brauchen zusätzlich Energie. Egal, ob es jetzt ein Dieselbus oder ein Elektrobus ist. Und die Idee war ja nur zu sagen, wenn man sowieso, wie du gesagt hast, diese eigentlich ja sehr optimierte Fläche da oben hat, ein Kilowatt-Peak Solar draufzupacken und damit sozusagen Energie zu erzeugen, die man in die Kühlung zum Beispiel integrieren könnte. Das war jetzt einfach nur so die Frage. Ja, das ist schon richtig. Also da, aber das würde gehen. Ne? Wenn man da nur Kühlung machen würde, mit, ich meine, eine Klimaanlage ist ja quasi, ist ja sowas wie eine Wärmepumpe, nur andersrum betrieben. Und die haben ja eine hohe Leistungszahl, das heißt, sie machen zum Beispiel mit einem Faktor 3 oder bis zu 4 oder sogar noch mehr, machen die aus 100 Watt elektrischer Leistung 300 bis 400, 500 Watt Kühlleistung. Und wenn wir da zum Beispiel 2 Kilowatt auf so einem Bus drauf hätten, das wäre zum Beispiel möglich, könnte man da also durchaus sowas wie 5, 6, 7 Kilowatt thermische Leistung erzeugen und mehr braucht ein Bus ganz bestimmt nicht. Und das, wie gesagt, ist ja auch dann zeitgleich mit der Einstrahlung. Das würde gut passen. Und dann kann man schon den ein oder anderen Liter Diesel damit einsparen. Kann man dann sparen. Aber wie gesagt, wenn man es rein mit der Fahrenergie, die fürs Fahren benötigt wird, vergleicht, ist es einfach nur marginal. Und genau da ist es halt interessanter, man hat dann diesen echten Diesel dann noch auf dem normalen Truck und es wird auch noch viele, viele Jahre so bleiben, dass man keine Elektro-LKWs hat. Und da vermeidet man tatsächlich dann diese ganzen Emissionen und diesen auch den Dieselverbrauch natürlich in Innenstädten. Das ist eigentlich so die Hauptzielrichtung. Oliver, dann danke ich dir erstmal, dass wir in diesen etwas zugegebener schwierigen Phase in diesem Jahr, in diesen Zeiten mit Corona bei euch sein konnten. Wir werden jetzt auch das Interview hier beenden, dann werden wir ordentlich lüften, wir haben die Abstände eingehalten. Trotz allem vielen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast, in was ihr alles macht. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal am Kaiserdamm 14 in Berlin vorbei, guckt mal rein in die Sonnenrepublik. Ob ihr nicht was findet, ansonsten habt ihr einen Webshop, habt ihr auch. Ja. Wie gesagt, Hinweis von uns, wir kriegen ja von euch kein Geld dafür, ein bisschen Lokalwerbung darf immer sein. Oliver, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Ja, danke auch. Vielen Dank, dass ihr wie immer zugeguckt habt. Würde mich freuen, wenn ihr unserem Video einen Daumen nach oben gebt. Wie immer, aktiviert doch einfach mal auch die Glocke. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.